Dreißiger Krieg zeigt, wie schrecklich Krieg ist. Ist das das erste Mal? Nein. Ich hab gedient in Italien, jahrelang. Ich bin ein beschossener Soldat. Wenn ich Glück hab, werde ich gleich Gefreiter. Es gibt viele Gründe, Soldat zu werden. Und der erste ist vermutlich, weil mein lieber Täter als Opfer ist. Rache! Brüder, das schreit nach Rache! Recht Gott? Nein, das ist wohl wahr. Unser Gott ist kein Gott der Rache. Er straft. Was ist denn der Unterschied zwischen katholisch und evangelisch? Wir glauben an Herrgott. So wie es in der Bibel steht. Die heiligen Güter, das sind ja nicht der Papier und Holz. Wir brauchen keine Maria und keinen Papst. Nur den Herrn Jesus. Und überhaupt, der neue Pfarrer redet Latein in der Kirche. Den verstehst du ja gar nicht. Das war eben die Tragik dieser Zeit, dass sich sozusagen auch zwei Wahrheitskonzepte gegenübereinander standen. Was macht Ihnen solche Angst? Was ist, wenn der Schwede kommt? Wer soll uns schützen? Ich möchte auch tot sein. Gott verzeih mir. Plündern ging nur mit Zustimmung, also mit Erlaubnis der Vorgesetzten. Selbstständiges Plündern der Soldaten war immer strafbar. Die Frage ist, ob es immer bestraft worden ist. Die alten, guten Silbermünzen werden nach und nach aus dem Verkehr gezogen und durch unsere neue, lange Münze ersetzt. Unser Profit ist gewaltig. Und das ist legal? Vollkommen. Schweden erklärt dem Kaiser den Krieg, Frankreich erklärt Spanien den Krieg, aber in Wirklichkeit kämpft natürlich Frankreich auch gegen den Kaiser. Wenn man jetzt mal auf moderne Konflikte im Nahen Osten guckt, hat man ganz ähnlich komplizierte Konfliktlinien. Wer kämpft da eigentlich gegen wen? Usually peace is done. Normalerweise machen diejenigen Frieden, die Blut an den Händen haben. Man bringt keine Engel zusammen, um Frieden zu schließen. Man muss die schmutzigsten Warlords zusammenbringen. Irgendwo ist immer Krieg.